Neue Heimat Bulgarien. Weil die Rente hierzulande nicht reicht, zieht es immer mehr Deutsche im Alter ans Schwarze Meer. Du kannst hier noch existieren. In Deutschland als Rentner, wenn du Normalverdiener bist, hast du Existenznot. Und das muss ich dann nicht mehr haben. Absolut nicht. Niedrige Mieten und billiges Essen verheißen großes Glück für kleines Geld. In Deutschland hätten wir natürlich leben können mit dem Geld, was wir haben, aber eben nur leben. Und hier können wir gut leben. Doch viele unterschätzen die Schattenseiten. Bürokratie, Korruption, strenge Winter, soziale Kälte. Und ein Leben, das längst nicht so günstig ist, wie es scheint. Die wenigsten, die hier runterkommen mit nichts außer ihrer Rente, werden hier wirklich glücklich werden. Hausbesichtigung in Balgarevo, einem kleinen Ort nicht weit von der bulgarischen Schwarzmeerküste. Makler Harry Balbier hat Kundschaft. Ein Paar aus Deutschland sucht ein Haus fürs Alter. Zur Miete. Viel kosten darf's nicht. Grundstück hat 850 Quadratmeter. Ute Koplin ist Frührentnerin. Jens Koplin will in den Vorruhestand. Möglichst schnell. Wenn ich im Rentenalter bin, ist Deutschland für mich passé, weil man kann nicht mehr existieren. Absolut nicht. Und das will ich auch nicht mehr. Absolut nicht. Das kann ja nicht angehen, dass man dann nur seine Miete bezahlt und seine Nebenkosten bezahlt und jeden Tag sehen muss, was habe ich noch im Portemonnaie? Kann ich jetzt noch ein Brot kaufen? Kann ich mir jetzt noch ein Pott Margarine kaufen? Kann ich mir ein Stück Wurst kaufen? Das kann nicht angehen. Und mal einen Ausflug zu machen oder mal essen zu gehen, mein Gott nochmal, ist das Luxus? Was die Koplins hier erwartet, ist auch nicht gerade Luxus. So, jetzt gehen wir in das erste Schlafgemach. €300. Rund 150 Euro soll das Haus im Monat kosten. Traumhäuser sehen anders aus. Doch der Makler, früher Staubsaugervertreter, versteht sein Geschäft. Also das Haus selber ist top in Ordnung. Ich habe lange genug hier gelebt und ich muss sagen, ja, es ist auch ruhig, keine Durchgangsstraße. Ja, das ist wichtig. Die Koplins wohnen in Vorpommern, ein paar hundert Meter vor der polnischen Grenze und fühlen sich dort nicht sehr wohl. Da haben wir auch nicht so das einfache Leben. Da sind Polen eingezogen mit, das ist ein Doppelhaus. Und wenn die denn die Kinder holen, das sind drei Stück, die hört man schon im Auto. Also die drei sind schlimmer wie ein ganzer Kindergarten. Und wenn mein Mann dann vom Dienst kommt und wir dann in Ruhe draußen bei schönem Wetter unseren Kaffee trinken wollen nachmittags, wir nehmen unsere Tasse und gehen rein, damit wir Ruhe haben. Und das kann es einfach nicht sein. Ortswechsel. Der Sommer kann idyllisch sein in Balčik, einem Hafenstädtchen direkt am Schwarzen Meer. Vor 5 Monaten bezogen die Auswanderer Peter und Kitty Fromm dort ein Haus. Vom Badischen auf den Balkan. Das Rentnerpaar konnte sich Deutschland nicht mehr leisten. Wir leben hier ganz gut soweit, nicht? Wir gucken schön in das Grüne. Wir haben das Meer vor uns und können wir ganz gut leben hier. 300 Euro Miete zahlen die Fromms im Monat. Für ein Haus mit 3 Etagen. Oh ja, wir haben auch hier viel eingebaut und installiert, neu eingerichtet. Wir haben ja unsere Satellitenantenne installiert mit dem Astra-Satelliten und können jetzt alle deutschen Programme jetzt empfangen. Und das ist schön, dass wir wenigstens so einen Kontakt noch zur Heimat haben. Jetzt ist ja die Heimat hier, nicht? Ja. Ja, ist jetzt hier Heimat? Ja, gut, natürlich. Wir müssen hier leben. Früher war Ihringen ihre Heimat, ein Weinort nahe Freiburg. Dann kam die Kündigung, Eigenbedarf. Die scheinbar attraktive Alternative, ein Dorf nur für deutsche Rentner in Bulgarien. Dieses ist unser Bungalow hier. Im März 2018, Abschied mit Tränen. Das ist schon traurig, dass Leute dann auch ihr eigenes Heimatland verlassen müssen. Und Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben.
Und dann sich das nicht mal leisten können, hier einen schönen Lebensabend zu haben. Ich wünsche euch so ganz viel Kraft. Ja. Danke. Tschüss. Alles, alles Gute. Nimm die vielen schönen Erinnerungen bitte mit. Ja, das machen an den wir Schwarzwald, an die schönen Wanderungen, ja, ne? An die Natur hier. Das war schön da. An die besonderen Menschen, ja. An die, die du liebst. Ja, ja. Gell? Das alles ist das klar. Schönste, was man haben kann. Ja. Alles Gell? Klar. Alles, alles Gute. Alles Gute, ja. Ja, das war's. Ihren Lebensabend wollen sie in einem Seniorendorf im bulgarischen Ezerets verbringen. Doch davon ist noch nicht viel zu sehen bei ihrer Ankunft vor 5 Monaten. Die Fromms ziehen deshalb erstmal in ein Haus am Hang, wo wir sie im August 2018 wieder besuchen. Sie hoffen immer noch, bald umziehen zu können. In Ezerets muss jetzt eben nur noch die Stromleitung gelegt werden, nicht? Und haben wir die Hoffnung, dass das jetzt demnächst installiert wird. Wir haben jetzt August. Was schätzen Sie? November, Dezember. Hoffentlich, ja. Und wie viel steht schon von Ihrem Haus da? Noch gar nicht. Ich sag doch, das wird erst noch gebaut. Nach einer schweren Rücken-OP hat Kitty Fromm mehrere Wochen in einem bulgarischen Krankenhaus gelegen. Wenn meine Frau jetzt irgendwie eine Bewegung gemacht hätte, die jetzt die Wirbelsäule so sehr belastet hätte, dann hätte sie im Rollstuhl gesessen. Also das war wirklich kritisch gewesen. Mir geht's jetzt gut, hab keine Schmerzen. Wenigstens nicht im Rücken. Diese Operation ist ganz fantastisch so durchgeführt worden. Also da muss ich sagen, da kann man hier das alles nur alle belobigen hier. Und das zahlt auch alles die deutsche Krankenkasse? Nein, eben nicht. Das heißt, diese 3.926 Euro habe ich eingereicht bei der Krankenkasse. Und die haben gesagt, nein, das können wir nicht bezahlen. Das heißt, ich sitze jetzt auf 3.900 Euro Schulden. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir das bezahlen und dann geht es wieder aufwärts. Wir haben ja 3 Kinder. Ja. Warum springen die da nicht ein? Nein, das wollen wir nicht. Das können wir selbst schaffen. Das wollen wir nicht. Also, wir haben noch nie jemanden, wir haben an sich früher nie Schulden gehabt. Nie Schulden. Das gab es gar nicht. Nein, die sind nicht so, dass sie uns jetzt unterstützen würden und so. Nee. Das haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben sie auch noch nie gefragt. Sind Sie zu stolz dazu, oder? Ich mag das einfach nicht. Wir möchten selber klarkommen, wir brauchen die Kinder dafür nicht. Die vielen Treppen, für beide eine Qual. Deswegen verlässt Kitty Fromm ihr Schlafzimmer im 1. Stock nur, wenn es unbedingt nötig ist. Ein spanischer Maler. Ja, Goya, sagte ich doch. Nee. Picasso? Nein, nur 4 Buchstaben. Goya, habe ich doch gesagt, Goya. Ihr Haus ist für die Rentner zum Gefängnis geworden. Das Leben in der neuen Heimat hatten sich die beiden anders vorgestellt. Ich hatte ja laufend Schmerzen. Die hat ja praktisch nur Schmerzen. Und wenn man Schmerzen hat, auch wenn ich was ganz Gutes gekocht habe, meinetwegen, oder gebraten habe, das schmeckt dir zwar, aber unter Schmerzen essen, das ist kein Vergnügen. Also wir waren auch gestern in einem Restaurant, Balczyk, da an der See, da haben wir auch einen Steak gegessen. Aber wenn man solche Schmerzen hat, dann schmeckt das einfach nicht so, als wenn man schmerzfrei ist. Das ist ganz klar. Auch Ute und Jens Koplin wollen auswandern. Dieses Deutschland ist nicht mehr ihr Land. Die Schuldigen an ihrer vermeintlichen Misere haben sie längst ausgemacht. Ich habe nichts gegen Ausländer, auch nicht gegen diese Kriegsflüchtlinge. Aber das kann nicht angehen, dass die Wohnungen gestellt kriegen, total mit allem möbliert, mit dem Neuesten, vom Neuesten. Und der noch, wer weiß, wie viel Tausende von Euro im Monat bekommen fürs Nichtstun. Wenn Wirtschaftsasylanten hier reinkommen, die können nicht mehr bekommen als ein Hartz IV oder ein Arbeitsloser in unserem Land. Das funktioniert nicht. Und ich als Deutscher, der sein Leben lang gearbeitet hat,
meine Knochen kaputt sind, muss am Hungertuch nagen. Das kann nicht angehen, das geht nicht. Sie sind unterwegs zu einer zweiten Hausbesichtigung. Es geht weit ins Hinterland. Wir fahren jetzt nach Breselensee. Das ist ein Haus bzw. zwei Häuser. Das sind rund 2000 Quadratmeter Grundstück, wo früher sehr gut bewirtschaftet wurde. Im Haupthaus gibt es drei Zimmer, wo man auch drin leben kann. Das Dach ist okay. Was hier wichtig ist, das ist eins der wenigen Häuser, wo du 75 Quadratmeter circa hast, wo unterkellert sind. Das Haus kostet 15.000 Euro oder 200 Euro Miete oder 300 Euro Mietkauf. Breselensee, ein postsozialistisches Geisterdorf. Eine Kneipe, kein Supermarkt, die Straßen ausgestorben. Kein Wunder, dass Immobilien hier noch billiger sind als anderswo. Das ist jetzt Haus Nummer 2. Jetzt hoffen wir nur, dass die Dame auf uns gewartet hat, weil wir ein bisschen später dran sind. Schauen wir mal. Sieht es dann noch schlecht aus? Ist niemand da? Ich versuche mal, die Frau anzurufen. Vielleicht kriegt man sie an die Strippe. Wenn man bei denen 10 Minuten zu spät kommt, sind sie weg. Aber wehe dem, du stehst schon hier und wartest dann eine halbe Stunde. Das ist dann wieder egal. Aber normalerweise steht ein Auto hier. Das ist so ein kleiner Corsa. Nee. Ist ja jetzt ein bisschen blöd, wenn man Kunden hat und dem das Haus nicht zeigen kann. Das ist noch mehr wie blöd. Aber das ist schon öfters passiert. Dumm gelaufen. Das würde jetzt aber weiter weg sein. Ne? Das würde weiter weg sein vom Meer. Du machst auch gerne so Baden und so weiter und so fort. Und für Schwimmen ist für dich ja auch wichtig. Und nö, also das ist, nö. Wie es aussieht, müssen sie wohl weitersuchen. Ein Haus im Ausland, um den Ausländern daheim zu entfliehen. Makler Harry haben wir schon einmal besucht, im März 2018. Damals zeigte er uns, warum sein Dorf trotz katastrophaler Straßenverhältnisse ein gutes Pflaster für ihn ist. Man gewöhnt sich dran, man weiß, wo man fahren muss und dass man nicht alle Schlaglöcher mitnimmt. Das hier ist auch ein Deutscher, der ist nur im Sommer hier in diesem Haus. Hier wohnt auch ein Deutscher mit einer bulgarischen Frau. Das ist auch eine Wohnung, wo ich habe, eine Bastlerwohnung. Da kannst du, wenn du das selber weitermachst, 3 Jahre kostenlos drin wohnen. Aber die Straßenverhältnisse hier in dem Ort? Ja, nur sind in Bulgarien. Darf man sich nichts dabei denken. Augen zu und durch. Wenn ich hierher ziehe, schaue ich mir das ja normalerweise vorher an. Und dann kann ich ja entscheiden, ob ich wirklich hierher will oder nicht. Auch Peter Fromm hat sich ganz bewusst für Bulgarien entschieden. Seit 5 Monaten lebt er mit seiner Frau in Balcik an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Angekommen sind sie noch nicht so richtig. Die Sprache, eine von vielen Barrieren. Small glasses. Small glasses. For rakia? Yeah, for pepper, salt, cardamom, and all. Four glasses, small. Yeah. Yes, small, yeah. Must be this so high and so diameter. Yes, but yeah. Now can you order this? What? Can you order this? Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Ja, die sprechen ja zum Glück ein bisschen Englisch, nicht? Das ist das gut. Ja, das geht ja schon beinahe. Wie kommen Sie denn sonst hier durch? Ich komme immer gut durch. Mit Deutsch? Mit Englisch? Nee, mit Englisch. Mit Händen und Füßen. Ich bin immer gut durchgekommen. Schon mal drüber nachgedacht, Bulgarisch zu lernen? Ich habe noch gar keine Zeit gehabt bisher. Bisher war mein Tag von morgens bis abends wirklich ausgefüllt. And then I make some writing then, and then I know what is in. Yes. Okay. Ganz in der Nähe von Balcik liegt Balgarevo, ein typisch bulgarisches Dorf. Die Jungen sind weg, die Alten geblieben. Westeuropäer entdecken den Ort. Makler Balbier wittert Profit. In einer ehemaligen Bank will er sich niederlassen. Hier auf der rechten Seite. Es gibt unser Büro für Immobilien.
Wir haben schon alles soweit fertig gespachtelt. Und das ist noch so ein altes Überbleibsel von der Bank. Ein echt guter Tresor, wo er noch funktioniert. Den jetzt richtig gefüllt, wäre okay. Wird er eines Tages richtig gefüllt sein? Garantiert. Die Zukunft muss man ja voraussehen. Dann wissen wir, dass er bald gefüllt wird. Füllen sollen die Kassen vor allem Deutsche. Harry hat eine ganz bestimmte Klientel im Visier. Es sind sehr viele Auswanderer aus Deutschland hier, aus dem einfachen Grund. Wie soll ich sagen, ja, die Politik jagt die Leute weg, wenn ich höre, wie es in Deutschland zugeht, durch die Ausländer sozusagen. Ich meine, ich bin kein Ausländerfeind, aber ich muss eins sagen, die Politik sagt halt, okay, die kriegen jede Menge Geld und der Rentner bleibt auf der Strecke. Und das ist nicht gut. Es ist zwar für uns gut hier jetzt, aber ich muss sagen, das passt halt alles nicht zusammen. Aber nicht nur Deutsche will Harry nach Valgarevo locken, sondern auch eine Vietnamesin, in die er sich unlängst verliebt hat. Das ist die zukünftige Ehefrau. Jawohl. Die habe ich vor 1,5 Jahren kennengelernt. Dann war ich das erste Mal in Vietnam und hat funktioniert und muss sagen, ja, passt. War sie denn schon mal in Bulgarien? Nein, sie war noch nicht in Bulgarien. Sie ist bis jetzt nur in Vietnam gewesen, aber überall. Oder andere asiatische Länder hat sie auch noch nicht bereist. Was glauben Sie, wie es ihr hier gefallen wird? Ich weiß eins hundertprozentig. Sie isst gern Fisch, kleine Fische, große Fische. Dann kriegt man hier ja auch den Oktopus. Und das ist das, was sie gern isst. Und da bin ich mir sicher, okay, sie wird hier 70-75% Fisch essen. Also das ist garantiert sicher. Und deswegen kein Problem. Ja, mal Problem. Kitty und Peter Fromm wollen sich ein Bild machen, wie weit das Projekt Seniorenheim gediehen ist. Dessen Bauherr hat sich schon länger nicht mehr in Bulgarien blicken lassen. Krasimir, die rechte Hand des Bauherrn, begleitet das Paar nach Esaretz, wo sie ihren Lebensabend verbringen wollen. Weißt du denn, wo wir sind überhaupt? 5 Monate zuvor stand hier ein Haus. Jetzt ist ein zweites dazugekommen. 28 Häuser sollen es mal werden. Ein fruchtbarer Boden ist hier. Oh, das muss ja alles mal abgemäht werden, oder? Das ist ja. Das sieht ja schlimm aus. Letztes Mal sind wir hier durchgegangen, da war es nur so halb so hoch alles. Und da soll ich mal wohnen. Wir haben Donnerstag und es wird hier nicht gearbeitet. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin ja nicht der Bauherr, nicht? Da habe ich ja keinen Einfluss drauf, wer jetzt die Arbeiten jetzt hier bestellt. Und ich hoffe ja, dass das demnächst hier über die Bühne gehen wird. Ne? Doch danach sieht es nicht aus. Schon länger scheinen die Arbeiten zu ruhen. Ursprünglich war den Fromms in Aussicht gestellt worden, sie könnten im Herbst ihren Bungalow beziehen. Doch dafür ist noch nicht mal der Grundstein gelegt. Heute ist Feiertag, aber was machen das? Hier alles ist fertig. Eben dieses fertig. Nur Stecke machen, das machen. Warum wird das nicht das nächste Haus gearbeitet? Warum? Das braucht eine Permission von der. Das kommt nächstes Monat, übernächstes Monat. Das kommt immer weiter. Wenn das diese fertig und dann kommt nächste weiter. Aber wir haben das schon, Projekt ist schon fertig. Absolut. Jetzt mit. Von der Stadt, von der Bürgermeister ist fertig das. Ist alles Stempel. Aber Probleme bei uns ist das Elektriker noch nicht. Noch nicht. Das ist ganz, das ist erste unsere Problem. Wir schon 2 Jahre warten. Die einzige Deutsche, zu der das Paar Kontakt hat, ist Gabi. Sie lebt seit 6 Jahren in Bulgarien und kümmert sich um die beiden. Ursprünglich war Peter Fromm mit anderen Vorstellungen hierher gekommen. Die beste Motivation war, dass wir hier zusammen mit Leuten in unserem Alter, Deutsche, zusammenkommen. Hier kommt zum Beispiel der Professor hin. Das ist alles auf unserem Niveau irgendwie. Und die erste Reihe ist jetzt praktisch fertiggestellt. Es muss jetzt nur noch Strom und Wasser gelegt werden. Nur noch Strom und Wasser, das scheint ja. Mehr nicht. Esaret soll, so die Versprechungen, ein Paradies für deutsche Rentner werden. Mit Restaurant, einem Pool, einem Arzt, einem Supermarkt, dem sogenannten Magazin.
Hier soll ja ein kleines Magazin reinkommen. Bis wann soll das fertig sein? In dieser Lage, ich habe Magazin, ich habe Gaststätte, ich habe das, alle haben das. Doktor auch? Doktor, das auch. Und wann ist das fertig? Das fertig langsam. Wann? Das ist, ein, zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre? Das weiß, das Gott weiß es. Mit Gottvertrauen und unerschütterlichem Optimismus träumt der 84-Jährige weiter vom kleinen Reich am Rand der Wohnanlage. Kitty hat ja einen ganz leichten Schlaf. Also wenn da eine Fliege hustet, dann ist sie wach. Nicht? Deswegen habe ich gesagt, wir wollen nicht da irgendwie zwischen den anderen Bungalows, wo da für ihre Dau gemacht werden könnte. Wir wollen hier in die äußerste Ecke hinein, denn hier hinter ist ja gar nichts mehr. Das ist richtig. Und sie hatten ein Fenster dahin und ein anderes Fenster darüber. Nicht? Und was glauben Sie denn, wann es soweit ist hier? Wenn so November, Dezember, hoffentlich. Wir haben jetzt August. Ja. Ja, ja, weiß ich im Moment auch nicht so genau. In der Frühling. In einem Frühling. Nee, welche eine? Nächste Frühling. Nächste Frühling steht dieses aus. Wieso nicht? Doch je weiter die Zeit fortschreitet, umso unwahrscheinlicher wird ein Happy End. Ein bisschen Mittelmeer-Feeling ohne Mittelmeerpreise. Das versprechen die Strände an der Schwarzmeerküste. Auch weil sie nahe am Wasser leben wollten, sind die Fromms nach Bulgarien gezogen. Der alte Mann und das Meer. Seit jeher eine große Liebe. Hier, ne? Wunderbar. Schöne frische Brise. Wunderschön. Und vor allem hier, dieser Strand, der ist ja endlos lang hier. Wirklich. Der ist ja wirklich schön hier. Der Sand ist schön, ist einigermaßen sauber hier. Also, wenn wir da wohnen im Bungalow, bis hierher, das sind 1,6 Kilometer. Ist ja nicht weit. Kitty Fromm dagegen ist alles andere als begeistert. Also bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also es ist nicht das, was ich mir vorstelle und vorgestellt habe. Mal schauen. Gibt es denn schon sowas wie einen Plan B, wenn das da alles nichts wird? Nee. Wir haben uns jetzt erstmal da drauf versteift. Und wenn es nichts ist, dann müssen wir eben was anderes suchen. Also dann müssen wir eben schauen. Ihr Mann ist da ja auch ein unerschütterlicher Optimist, ne? Ja, ich weiß, da kommt man schwer gegen an, aber jetzt wollen wir erst mal sehen, was da draus wird. Es ist so schön hier. Nur der Wind ist ein bisschen heftig, ne? Attraktiv ist Bulgarien nicht nur für Rentner. Jochem Weiler ist 51 und Elektriker. Seine Kunden, deutsche Auswanderer. Ausschließlich. Vor 10 Jahren kam er nach Bulgarien, um Urlaub zu machen. Das Land gefiel ihm so gut, dass er seine Zelte in Deutschland abbrach und an den Sonnenstrand zog. Du hast hier einen ganz anderen Lebensstand wie in Deutschland jetzt. Du brauchst hier nicht den Lever umzudrehen dreimal, bevor du ihn ausgibst. Du kannst ihn einfach ausgeben, ohne dass du da irgendwelche Probleme später hättest, dass du, sagen wir mal, am 20. noch Monat übrig ist und kein Geld mehr da. Das ist hier also wesentlich angenehmer, wie das in Deutschland jemals war. Natürlich verdient man hier auch weniger Geld, aber man braucht hier auch viel weniger. Also für mich ist Bulgarien eigentlich durch einen Glücksfall mein Traumland geworden und meine neue Heimat. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Und wenn ich in Deutschland bin, kriege ich Heimweh nach Bulgarien. Umgekehrt habe ich das noch nie gehabt. Ne? Arbeit gibt es reichlich für den Handwerker. Denn die meisten Gebäude hier sind alles andere als deutsche Wertarbeit. Hier im Einfamilienhaussektor und so, da wird nach wie vor Schrott gebaut. Das ist eigentlich der Ausdruck dazu, den man da brauchen sollte. Schrott, das ist wirklich Schrott. Und ich kann jetzt nicht Bulgarien retten mit meiner Firma oder alle retten, aber ich versuche zumindest einen Teil dafür zu tun,
dass die Leute hier schon ein Stück sicherer leben können. Die ersten Jahre lebte Jochem am Meer, auf einem Campingplatz mit Behausungen wie aus einem Science-Fiction-Film. Ich habe früher mich gewundert, warum die so die Form haben, bis ich dann 2011 hier drin übernachtet hatte. Und da kam eine fette Welle und da wusste ich warum. Da stand hier alles voll Wasser. Ich hatte die vorne das Fenster offen, die halbe Hütte stand unter Wasser. Und dann im Januar war echt frisch. Ja, und da wusste ich jetzt, warum die rund sind, halt eben, damit sie den Wasserstand widerhalten können. Die Stromkästen auf dem Platz, ortstypisch. Da so viel zur bulgarischen Elektrik. Da ist 400 Volt drauf, ne? So einfach so. Also nicht dran passen jetzt, man weiß nie. Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich fast eine Krise gekriegt. Aber mittlerweile bin ich so Anblicke gewöhnt. Ne? Man gewöhnt sich an jedes Elend. Auch an das. Ne? Und man sieht hier einfach, da ist Regen, hier sind ganz normale Innenraumsteckdosen. Wenn es jetzt hier regnet, dann wird das hier schon brenzlig. Ne? Für eine deutsche Familie hat Jochem ein Ferienhaus renoviert. Ich komme aus dem deutschen Handwerk. Ich war mein Leben lang am Bau. Ich weiß also schon, wie was funktioniert. Es gibt Sachen, da bin ich ein bisschen ungeschickter. Es gibt Sachen, da bin ich schon was geschickter. Elektrik ist klar, das ist ein 100%iges Ding. Und alles andere liege ich ungefähr bei 90%. Und 90% ist, sag ich mal, für bulgarische Verhältnisse schon extrem gut. So. Das haben wir jetzt halt saniert. Aber ich sag mal, das ist recht schön geworden. Hier ist also komplette Regipsarbeiten, Telefon, Fernsehanschlüsse in der Wände, Klima, komplett klimatisiert. Dann hier auch Bad, also separat wieder. Was kostet den Kunden das? Lagen ungefähr bei 6.000 Euro. Komplett. Was würde es in Deutschland kosten? Dreimal so viel. Von der Arbeit alleine her. Ne? Das sind ja die ganz anderen Lohnverhältnisse hier. Ne? Der Elektriker schätzt Bulgarien auch, weil er hier deutlich entspannter arbeiten kann. In Deutschland habe ich Termine. Das habe ich, wenn ich da anfange am 1., dann heißt es, du musst am 5. fertig sein. Wenn ich am 6. noch da bin, habe ich direkt eher einen Rechtsanwalt am Hals. In der Regel ist das so mit den Deutschen leider. Und hier ist das vollkommen unerheblich. Wenn ich hier einen Tag länger brauche oder von mir eine Woche länger brauche, dann ist das halt eben so. Jochem Weiler ist angekommen in seiner neuen Heimat. Gute Arbeitsbedingungen, zumindest für ihn. Guter Verdienst, nur 10% Steuern. Doch er warnt, das Land ist nicht für jeden die richtige Wahl. Wenn man von Deutschland ein bisschen Rente bekommt, zwischen 600 und 800 Euro, damit kann man hier unten leben, aber auch nur leben. Damit macht man hier keine Sprünge. Es ist nicht so, wie als ob ich dann hier den Prinz von Zamundi machen könnte oder sowas. Ich muss also dann schon auch auf den Lever gucken. So. Ich sag mal, entspannt wird das hier so ab 1200 Euro aufwärts. Ab dann wird das entspannt mit dem Leben. Da braucht man sich auch keine Gedanken, um nichts mehr zu machen. Dann kann man auch Auto fahren, dann kann man auch ins Restaurant essen gehen. Dann ist das alles gut. In einem kleinen Dorf im Hinterland ist zwei anderen Deutschen der Neuanfang geglückt. Gabi und Frank. Heute ist Besuch gekommen. Die Fromms sind zu Gast. Zur Feier des Tages hat Gabi ein Gericht aus ihrer Heimat gekocht. Gässpätzle. Dazu gibt es Rakia, selbstgebrannten Schnaps. Es ist einer der seltenen Tage, an denen Kitty Fromm das Haus mal verlassen hat. Kitty kann doch nirgendwo hin. Die Behinderung von Kitty schränkt uns natürlich ein jetzt. Nicht? Sonst würden wir viel häufiger gehen an den Strand runter oder in ein Lokal und sonst irgendwelche Kontakte knüpfen, aber das ist für uns im Moment praktisch unmöglich. Ne? Sonst sind wir eigentlich gern unterwegs mit Leuten und so und wir sind aufgeschlossen. Wir haben überall immer, sonst immer ganz schnell Anschluss, gar kein Problem. Gesprächsthema Nummer 1 am Tisch, das geplante Seniorendorf. Gabi ist skeptisch, vor allem weil dem Bauherrn anscheinend Investoren fehlen, um das Dorf fertig zu bauen. Ich bin auch ein positiv denkender Mensch, weil sonst wäre ich halt oder wir heute nicht da, wo wir sind, weil ohne positiv denken geht es ja nicht. Aber in meiner Realität dauert es einfach noch ein paar Jahre, bis das dann so steht. Bis das endgültig steht, ja. Aber diese vier Reihen, die wir da haben jetzt, ja, die werden ja früher fertig werden. Nur was wollt ihr denn da, wenn es noch nichts gibt?
Also ich schätze es einfach so ein, dass ohne Investoren dort nichts geht. Ne? Dass er einfach nicht weiterbauen kann, solange niemand hat, der investiert. Und ist das denn der richtige Mann, um da die Investoren ranzuholen? Ja, ja, das macht er schon. Der hat ja so ein ganzes Projekt in Spanien schon durchgezogen. Der hat ja so, dass das die gleiche Bungalow-Anlage in Spanien auch aufgebaut und hat die Häuser verkauft. So, und das hat er alles gemacht. Kann man das irgendwo im Internet mal angucken, das in Spanien, das wie weiß, das aussieht? Weiß ich doch nicht. Das würde mich schon interessieren. Das habe ich mir nicht drum gekümmert. Seinen Optimismus lässt sich Peter Fromm nicht ausreden. Auch wenn immer klarer wird, dass in Esaretz womöglich eher ein Luftschloss als eine Rentnerresidenz errichtet wird. Bauherr Ingo Holker, Blender oder seriöser Unternehmer? Eine Frage, die Peter Fromm verdrängt. Ich bin Realist. Ich bin kein Träumer. Ich schmeiß nicht niemals die Flinte ins Korn. Ich bin Optimist. Realist und Optimist bin ich. Selbst wenn das Projekt Seniorendorf scheitern sollte, nach Deutschland zurückzukehren, ist für die Fromms keine Option. Jetzt sind wir so alt geworden, jetzt kriegen wir den Rest an. Okay. Natürlich kriegen wir das hin. Wer doch gelacht, Mensch. Jochem Weiler lebt von der Mund-zu-Mund-Propaganda. In der Gegend hat sich herumgesprochen, dass der Elektriker deutsche Qualität zu bulgarischen Preisen liefert. Zu fast bulgarischen Preisen jedenfalls. Jetzt fahren wir zu einem Kunden, der hat einen Neubau. Aber da ist die Zuleitung von dem Haus ist zu schwach dimensioniert. Ja, und dann werden wir mal gucken, ob wir da Probleme aus der Welt kriegen. Das war jetzt hier runter. Ja, Schlaglochpiste wieder. 30 Lever nimmt Jochem für die Stunde. 15 Euro. So, hier sind wir bei unserem Kunden. Da sieht man direkt, dass das ein Deutscher ist. Ja, ist alles aufgeräumt, liegt kein Müll rum. Das ist einfach ein schönes Anwesen, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Für bulgarische Verhältnisse ist es ein Luxushaus, das sich ein deutsches Ehepaar hier geleistet hat. In einem Dorf, 10 Minuten entfernt vom Sonnenstrand, morgen, dem Ballermann Bulgariens. Wieso, noch morgen? Ist ja gut. Doch nicht alles ist Premium an der Immobilie. Das ist Wild West, bulgarisch verdrahtet. Das heißt für den Laien, das ist tödlich. Beim Kurzschluss, also wenn man da irgendwie ein Problem mitkriegt, Berührungsspannung oder sowas, das ist einfach der Exodus. Das ist Standard, den habe ich noch nie gesehen. Da draußen Sicherungen in der Außenwand sitzen, das habe ich so noch nie gesehen. Weil normalerweise ist da vorne der Zählerschrank und da ist die Sicherung normal drin. Wofür die Sicherungen sind, ist mir persönlich schleierhaft. Das Problem ist, die Elektrik funktioniert, aber das ist null Sicherheit gegeben zur Zeit. So, und das ist halt eben wichtig, dass das ein bisschen in Standard reinkommt, sage ich mal dazu. Ne? Das hier ist also extrem bulgarisch. Wenn wir zu viele Energie-Stromabnehmer anhaben, Waschmaschine, Herd, die Klimageräte oder was auch immer, dann war das wohl zu schwach und ist die Sicherung rausgeflogen. So. Dann musste ich also bei Wind und Wetter hier jedes Mal raus und musste dann diese Sicherung wieder reinmachen. Ist nicht komfortabel. Knapp 50 Einwohner hat der kleine Ort Junetz. Die meisten sind Bulgaren. Außerdem ein paar Russen, Italiener, Franzosen. Die Plonkers sind die einzigen Deutschen. Als sie in Bulgarien ein Domizil suchten, wurden ihnen nur mehr oder minder marode Objekte angeboten. Bis sie dieses Haus fanden und sich sofort verliebten. Sie verkauften ihr Haus in Deutschland und zogen nach Bulgarien. Meine Frau ist jetzt seit 2 Jahren im Vorruhestand. Und ich bin auch seit einem Jahr aus dem Job draus, konnte es auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Und da stellte sich uns die Frage, was sollen wir tun? Ja, in Deutschland hätten wir natürlich leben können mit dem Geld, was wir haben, aber eben nur leben. Und hier können wir gut leben. 70.000 Euro haben sie für das Haus bezahlt.
nochmal 30.000 in den Garten und die Nebengebäude investiert. Ja, da haben wir natürlich den Pool, das ist für den Sommer sehr, sehr angenehm. Dadurch, dass das Haus keinen Keller hat, brauchen wir natürlich irgendwo Stauraum. So, da haben wir hier drüben das Holzlager. Wir haben noch eine kleine Abstellfläche für Gartengeräte, die haben wir jetzt aber winterdicht gemacht. Und dann hier auf der rechten Seite das Gästehaus. So, das heißt, wenn die Familie zu Besuch kommt, die immer gerne gesehen ist, hat die ihr eigenes Reich mit Badezimmer und Schlafraum dann eben drin. Ich habe mir hier vorne eine kleine Werkstatt mit eingeplant, weil zu tun gibt es ja immer was. Das Highlight ist natürlich für uns auch mit die Sommerküche. Das heißt, eine voll ausgestattete Küche im Außenbereich, wo wir die Sommermonate quasi hier draußen verbringen. Ja, da wird gekocht, da wird gegessen, da wird eigentlich gelebt. Ja. Und das ist unser Reich. Und auch drinnen. Schöner wohnen in Bulgarien. Das ist unser Wohn-Esszimmer. Und eigentlich der Raum, in dem wir uns in den Wintermonaten, ja, außer der Nacht, halt zum Schlafen hier aufhalten. Ja. Ja. Möbel haben wir hier gekauft, ja, in Bulgarien. Und die Küche ist auch hier vom Schreiner gemacht worden. Und das ist unsere Cheyenne. Unsere Cheyenne. Die haben wir aus Deutschland mitgebracht. Ja. Ja. Mickey Maus. Auch schon eine alte Dame. 10 Monate wohnen die Plonkers jetzt hier. Und sie können sich nicht vorstellen, jemals wieder nach Deutschland zurückzugehen. Es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt hier keine Mülltrennung. Das macht hier kein Mensch. Vermissen Sie die Mülltrennung? Nein. Ich vermisse auch nicht den Müllkalender, den wir früher in der Küche hatten, um zu sagen, wann wird der gelbe Sack abgeholt, wann wird der Restmüll abgeholt, wann wird das abgeholt. Es ist hier so, wie es ist, und es ist gut. Langeweile kommt bis jetzt noch nicht auf, zumal das Paar noch andere Häuser baut. Allerdings deutlich kleiner. Puppenhäuser sind ihr Hobby. Maßstab 1 zu 12. Unser Traumhaus, unser beider Hobby, mein Mann und mein. Man baut die Möbel selbst. Da ist Parkett drin, selbst verlegt, echtes Parkett. Die Fliesen sind selber verklebt worden. Ist schon schön. Also man kann sehr viel Fantasie walten lassen. Man kann sich verwirklichen. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier oben. Ja, das ist auch hier noch ein Maleratelier. Hier ist so eine Studentenbude. Obwohl sie kein Bulgarisch sprechen, hat man die neuen Nachbarn im Dorf akzeptiert. Ihre Landsleute vermissen die Plonkers nicht. Wir haben Kontakte, ja. Aber es ist nicht unbedingt wichtig. Es ist nicht unbedingt wichtig. Das ist auch ein Grund, weshalb wir auf ein Dorf gezogen sind und nicht in irgendwie so eine Enklave, wo eben nur Ausländer drinne wohnen. Weil wir uns hier drinne in diesem Land integrieren wollen. Es ist schön, mal mit einem Deutschen zu sprechen. Es ist auch schön, mal was zusammen zu unternehmen, aber eben nicht nur. Im Januar 2019 besuchen wir das Ehepaar Fromm erneut. Kitty muss zum Arzt. Mal wieder. Seit 10 Monaten lebt das Rentnerpaar in Bulgarien und Kitty geht es von Tag zu Tag schlechter. Ich bin manchmal verzweifelt. Also wenn meine Frau da die Treppe morgens runterkommt zum Frühstück, dann weint sie. Und das dauert 2 Stunden, bevor sich das alles wieder beruhigt hat. Im Laufe des Tages, dann liegt sie auf dem Sofa oder steht dann mal ein bisschen auf. Und ich bin ganz verzweifelt. Ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll. Setzt du dich jetzt da mal eben hin. Moment. Geh doch da rum, Mensch. Ja. Es ist wirklich schrecklich, dass man nicht helfen kann. Das ist eine furchtbare Situation. Man möchte so gerne helfen, aber man kann nichts tun. Und man sieht im Moment auch keinen Fortschritt hier. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Im vergangenen Frühjahr war die 79-Jährige an der Wirbelsäule operiert worden. Doch der Eingriff linderte ihre Schmerzen nur vorübergehend. What's the problem? What's the problem here now? The problem. Still, it's all problem. Still the same pain. Pain? Pain. Okay. Always from here. Yeah. Down to here. Okay. And also in the back. Sit down and walking. Bitte mal, hoch. Ein bisschen gehen. Go ahead. Ja, ich gehe. Nee, oh, no, no, no. No, stop, stop, stop. Go again.
the medicine she got now is useless, will not help. No. Physiotherapia. Physiotherapy. Massage. Massage, yes, massage. Not too painful. Pain, and gymnastic? No, gymnastic. No. It is too painful. No massage, no gymnastic. No. Only medication. Yes, only medication now. Hier fing das an mit meinem Rücken. Also in Deutschland war es einigermaßen gut. Aber hier, die können mir alle nicht helfen. Man lag ja schon 6 Tage im Krankenhaus und alles. Und jetzt wird es immer schlimmer. Wer hatte denn jetzt noch die... Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und die haben mir nur Tabletten verschrieben, aber die helfen mir überhaupt nicht. Ja, leide ich weiter. Als sie im Krankenhaus lag, bekam Kitty Morphium gegen die Schmerzen. Das half. Per Übersetzungsprogramm versucht Peter Fromm, die Ärztin davon zu überzeugen, es noch einmal genauso zu machen. Ah, ja, ist okay. Sorry, I don't take morphine for pain. This is narcotic and... But the doctor gave a shot injection with morphine. Mm-hmm. Injection here. And that was very helpful. Wir können Patienten im fortgeschrittenen Alter kein Morphium geben, weil bei ihnen die Nebenwirkungen gefährlicher sind. Ich habe ihnen erklärt, dass es zum Atemstillstand kommen könnte. Wir wollen ihr helfen und nicht schaden. Ist es nicht problematisch, sie nur mit Medikamenten zu behandeln? Das geht nicht anders. Die Medikamente helfen gegen die Schmerzen, wenn auch nur vorübergehend. Denn die Schmerzen belasten die Patientin psychisch so stark, dass es irgendwann unerträglich wird und wie bei ihr in Verzweiflung umschlägt. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Derzeit nimmt sie Ibuprofen 800, starke Schmerztabletten. Mehr als 3 am Tag sind gesundheitsschädlich. Kitty nimmt 6. Ich glaube, auch durch die lange Fahrt von Deutschland über Österreich, Ungarn, Rumänien, das war ziemlich anstrengend. Die Straßen waren teilweise schrecklich. Also da. Und das hat ihr wahrscheinlich auch sehr dazu beigetragen, dass jetzt diese Arthrose und Osteoporose sich verschlimmert hat. Es war vielleicht doch keine so gute Idee, mit dem Auto hier runterzufahren. Ja, das wusste man ja vorher nicht. Wir brauchten ja den Wagen hier auch. Sonst wären wir schon geflogen, aber müssen wir uns hier ein neues Auto kaufen. Das, ja, auch, das hat Geld haben wir auch nicht. Ein Bekannter hat empfohlen, es mal mit Anti-Rheuma-Tabletten zu versuchen. Die Ärztin verschreibt sie. Ein neuer Strohhalm, an den sich die Fromms klammern können. Very good. Maybe this will be helpful. Maybe first time we have some hope. Irgendwie hatten sie sich ihren Lebensabend in der neuen Heimat anders vorgestellt. Ich probiere alles aus, um die Schmerzen wegzukriegen, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, manchmal ist das also wirklich... Ist das so schlimm? Ist traurig, ja. Das ist richtig depressiv manchmal. Ja. Obwohl wir selbst positiv dem Leben gegenüber eingestellt sind und wirklich nicht depressiv sind, aber manchmal denkt man, Mensch, was machen wir noch? Wie geht's da jetzt weiter? Schon einen Tag später wird sich zeigen, die neuen Tabletten helfen auch nicht. Nach Jahren auf dem bulgarischen Campingplatz hat Joachim Weiler eine Doppelhaushälfte gekauft. 90 Quadratmeter, 35.000 Euro. Und böse Überraschungen erlebt. Das Haus habe ich im Mai letztes Jahres gekauft. Hab gedacht, wir könnten dann hier so einziehen. Mussten aber dann leider feststellen, dass hier mehr Murks gebaut worden war, wie ich das bis heute gewöhnt war. Nach dem Einzug sind hier die ersten Bodenplatten einfach hinter mir geplatzt, wie ich barfuß zu mir gegangen bin. Also musste mir den kompletten Boden auswechseln. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag vorher gesoffen hatte, wie ich gekauft hatte. Also ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es war halt Mist. Und auch hier leider, die werde ich auch noch auswechseln müssen. Ihr hört es schon. Die sind also unten drunter jetzt auch schon wieder hohl. Hier auch. Hier die ist schon gerissen, die Fliese. Also die ganze Treppe muss ich auch noch erneuern.
Heißt das, dass sozusagen in Bulgarien Fusch Standard ist? Ich will jetzt nicht sagen, der Fusch ist Standard. Ich will sagen, der Kleber geht aus und sie haben keine mehr. Dann wird der halt eben von zwei Stufen auf eine geschmiert und das ist dann zu wenig. Und dann passiert genau das, was dann hier passiert ist, die Fliesen reißen. Und auch die Einbauküche ist nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Doch alles halb so schlimm. Ja, das ist der Herd. Den habe ich mir. Ich konnte mich bisher nicht entschließen, welchen Herd ich da einbaue. Weil, wie gesagt, ich habe auch da Probleme wie alle anderen. Ich habe nur 220 Volt im Haus. Und wenn ich jetzt hier einen rein elektrischen Herd reinmache mit vier Platten, die werden nie warm. Das echt? Heißt, ja, das kann man vergessen. Also, da kann ich mit einer Platte kochen, vielleicht auch mit zwei und die anderen zwei sind für. Ich wollte euch jetzt nicht sagen, aber dafür sind sie. Und da ich hier 300 Meter weit ein Restaurant habe, da ich sowieso jeden Abend essen gehe, und das hier umgerechnet 7 Lever, im Schnitt also 3,50 Euro im Restaurant und Abendessen mit Bier dabei, sehe ich nicht unbedingt jetzt auch einen Grund, mir da jetzt direkt einen Herd einbauen zu müssen. Wenn selbst Fachleute wie er über den Tisch gezogen werden, wie ergeht es dann Laien? Die meisten haben einfach keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Wenn ich jetzt überlege, da kommt einer, der hat sein Leben lang im Büro gesessen, kommt hier runter mit seinen 1000 Euro Rente, verbläst sein Erspartes für sich ein Haus zu kaufen und muss halt anschließend von seinen 1000 Euro Rente, die er hat, die Sanierungskosten noch bezahlen, dann hat er ein echtes Problem. Und so geht es vielen hier unten. Die wenigsten, die hier runterkommen mit nichts außer ihrer Rente, werden hier wirklich glücklich werden. Peter und Kitty Fromm wissen nur zu gut, wovon er spricht. Beide sind schwer krank und das deutsche Seniorendorf, in dem sie eigentlich schon seit Monaten leben wollten, ist immer noch nicht fertig. Doch ihrem Optimismus tut das keinen Abbruch. Sie träumen von einer Zukunft, in der alles wieder gut sein wird. So wie früher in der alten Heimat. Wenn es Kitty wieder gut geht, dann fahren wir mal so 50 oder 100 Kilometer weg in eine Gegend da, wo nicht so viel Kalk ist, sondern wo normale Pilzkulturen wachsen können. Und das ist so eine Art Hobby, ne? Also Pilze sammeln. Und dann gleich am selben Tag in die Pfanne, nicht? Oh, das ist lecker. Ist das. Mit so ein bisschen Sherry dazu. Jedes Jahr haben wir das gemacht. Ja. Stundenlang im Wald rumgelaufen, gesammelt. Wenn die Realität nicht so ist, wie man sie sich wünscht, kann man sie sich auch schönreden. Peter Fromm bleibt ein Meister darin. Wir hatten ja gedacht, dass wir noch Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres in unseren normalen Bungalow einziehen können. Mhm. Aber so ein paar Kleinigkeiten müssen dann noch jetzt installiert werden. Und der Vertrag mit dem Stromversorger wurde Ende November oder Anfang Dezember unterzeichnet. So, endlich. Und das ist das Positivste, was es überhaupt jetzt gegeben hat. Und daran hängt ja alles. Kalkulieren Sie denn auch die Möglichkeit noch ein, dass das vielleicht doch nichts wird? Ich wüsste nicht warum, denn jetzt ist das Einzige, woran es bisher immer gehapert hat, was das verzögert hat, das war die Stromversorgung. Aber wie gesagt, schließlich und endlich hat es ja dann wohl geklappt. Und das gibt uns Hoffnung, dass wir bald denn jetzt auch tatsächlich so, ich schätze so Ende März. Das glaube ich auch, März, April, haben wir eigentlich schon immer gerechnet. Also in 2 Monaten? Nur 2 bis 3 Monate. 3 Monate schon. Es braucht reichlich Fantasie, sich vorzustellen, dass hier in 2 oder 3 Monaten einmal deutsche Senioren einziehen werden. Thank you.